Ja, wunderbar. Ja, also herzlich willkommen zum Change Pioneers Knowledge Bit, nennen wir das. Es geht um Stress und Lernen und da um eine neurobiologische Perspektive drauf, weil bei Veränderungen geht es ja letztendlich um Lernen neue Verhaltensweisen und die Idee ist einfach mal hinter die Bühnen oder zwischen die zwei Ohren zu gucken und zu schauen, was da passiert, wenn es um Veränderung, Stress und Lernen geht und wie das alles funktioniert. Und Inhalte sind tatsächlich erstmal so dieses Thema, also was passiert bei Stress im Gehirn? Ja? Dann so die Frage, wie lernen wir und wie wird Entlernen dann ermöglicht? Ne? Weil es kann ja nicht immer nur mehr werden, weil wenn das eine durchs andere ersetzt wird, was passiert beim anderen? Und das andere will man ja eigentlich nicht mehr so. Deswegen die Frage des Entlernens. Und was heißt es dann letztendlich auch für die Veränderungen? Das wären so die drei Blöcke, die ich da vorstellen möchte. Und Stress und das Gehirn. Vielleicht diese Aussage, Wahrnehmung unserer Welt bestimmt, also die Wahrnehmung unserer Welt bestimmt das Maß an Stress, das wir erleben. Also es ist ein eigenes Konstrukt. Und das Ziel wäre ein angstfreies Unternehmen, in dem es erlaubt, einen adäquaten Umgang mit den Herausforderungen zu finden, die Stress verursachen. Und wenn wir jetzt hinschauen, einfach nochmal so einen Überblick über das Risk Assessment des World Economic Forum. Es gibt einfach extrem viel Veränderung in der Welt, ja, auf einer ökonomischen, ökologischen, geopolitischen, sozialen und technologischen Ebene. Und diese Veränderungen schlagen natürlich auf die Organisationen ein. Und nicht zuletzt hat man das Thema Corona, das Thema Krieg in der Ukraine. Und im Moment läuft ja der neueste Weltklimagipfel. Also es gibt Veränderungen überall. Und am Ende ist es die Frage, die uns beschäftigt, worum geht es eigentlich? Also verstehe ich überhaupt, um was es geht? Stellt es für mich eine Gefahr dar? Und die Frage, kann ich es bewältigen? Und das sind die Fragen, die sich im Grunde jeder stellt, bei jeder Art von Veränderung. Und aufgrund dessen, wie wir oder wie unser Gehirn diese Frage beantwortet, kommen wir in Stress und dadurch in andere Modi, mit diesem Thema umzugehen. So, wenn wir jetzt einfach mal schauen, das ist das Gehirn. Also das Gehirn, wenn wir hingehen und sagen, wir schneiden es an der Mittellinie auf, also hier in der Mitte durch den Kopf, dann hier gedreht. Das heißt, wir sehen von der Mitte nach außen auf die rechte Hemisphäre. Hier vorne ist sozusagen die Stirn, hier ist der Hinterkopf. Und was wir hier sehen, ist der Kortex, schön rosa. Das stammesgeschichtlich jüngste Teil der Evolution, stammesgeschichtlich jüngster Teil des Gehirns. Dort wird alles verarbeitet, was mit Bewusstsein zu tun hat. Also wenn ich spreche, wenn ich denke, wenn ich handle, wenn ich Sport mache, all das, wo ich mich als Subjekt dessen sehe, was ich tue, als Subjekt, als ich dessen, was ich tue, wird alles im Kortex gemacht. Alles Bewusste ist assoziiert hier mit dem Kortex. Dann haben wir hier unten noch den Hirnstamm. Das sind stammesgeschichtlich ältere Teile hier. Und die sind so grau eingefärbt. Und was der Gehirnstamm vermittelt, ist all das, was unbewusst passiert. Sei es Herzschlag, Atemrhythmus, Durchblutung, Dunkelrhythmus, Verdauung. Also alles, was automatisch passiert, wo wir auch das Gefühl haben, naja, das brauchen wir eigentlich nicht wissen, ob jetzt unsere Verdauung anspringt oder wir müssen jetzt müde werden, weil es langsam dunkel wird. Es passiert automatisch und ist für uns natürlich eine Arbeitserleichterung. So, jetzt sehen wir etwas, eine bestimmte Situation. Ja. Also wir, sagen wir mal, sind jemand an der diese Klimakrise oder den Ukraine-Krieg. Und das verunsichert uns. Das ist einfach eine ungute Situation. Weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und was dann passiert ist, dass hier im Hirnstamm zunächst mal die Amygdala aktiv wird. Und die Amygdala ist die Struktur im Gehirn, die signalisiert, wie negativ eine Wahrnehmung, hier jetzt sagen wir mal eine visuelle Wahrnehmung, wie negativ die wahrgenommen wird. Und die Amygdala sorgt dafür, dass dann in der Hypophyse hier unten im ersten Schritt und ganz schnell
Noradrenalin ausgeschüttet wird. Und das Noradrenalin wirkt auf den Cortex. Die Wirkung von dem Noradrenalin ist, dass wir alle kognitiven Fähigkeiten, die der Cortex besitzt, dazu nutzen, uns genau auf die Lösung des vor uns liegenden Problems zu stürzen. Das heißt, wie gehen wir damit um? Also es ist oft auch dieses Gedankenkreisen, das dann stattfindet. Aber es ist einfach nur dieser Tunnelblick, der es uns nicht möglich macht, irgendetwas anderes zu denken, zu tun, zu handeln, als sich genau damit zu beschäftigen. Ja. Und in dieser Situation ist nichts anderes mehr möglich. Ich kenne das auch, wenn, sagen wir mal, in einem Meeting ist und es gibt eine heiße, hitzige Diskussion, man kommt dort in Stress und hinterher ist man dann auf der Treppe und denkt sich auf einmal, ah ja, das hätte ich noch sagen können oder was anderes oder das hätte man noch tun können. Das ist genau das Noradrenalin, das diesen Tunnelblick bewirkt und letztendlich unseren Cortex ausschaltet. So kann man es wirklich sagen. Cortex wird ausgeschaltet. Und in einem zweiten Schritt passiert dann das, was wir eigentlich als Stresskaskade kennen. Also da geht ein Hormon von Hypophyse zur Nebenniere. Dort wird dann Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. Das sind einfach die Hormone, die bei uns so als die Stresshormone bekannt sind. Und die sorgen dafür, dass der Körper auf eine maximale Leistungsfähigkeit ausgelegt wird. Ja, also Blutdruck steigt, Herzfrequenz steigt, Atemrhythmus steigt, die Leber schüttet Glukose in den Blutkreislauf aus. Also maximale Performance. Und das hat folgenden Sinn, weil wir sprechen hier von diesem Hirnstamm auch von einem Reptiliengehirn. Und in Stresssituationen, wenn wir uns zurückdenken in eine Evolutionszeit, wo wir noch keinen Kortex hatten, war dieser Hirnstamm oder wird dieser Hirnstamm ja auch als Reptiliengehirn bezeichnet. Und da gibt es genau drei Möglichkeiten der Reaktion, nämlich Angriff, Flucht und Todstellen. Und das wird durch die hohe Leistungsfähigkeit sichergestellt. Das heißt, wenn wir im Stress sind, können wir nicht mehr nachdenken. Und wir kommen eigentlich eher in den Modus, entweder greife ich jetzt an, hau ab oder tue einfach so, als sei es nicht da. Ja, die neueste Change-Offensive, naja, das gab es schon öfter, das geht auch wieder vorbei. Das wäre so ein klassisches Todstellen. Ne? Flucht, ne, wäre passiver Widerstand, so Cliquenbildung, Gerüchte streuen, sowas. Angriff wäre ganz klar Widerstand gegen das, was geplant ist. Aber der wichtige Punkt ist tatsächlich, dass wir an der Stelle einen Großteil unserer kognitiven Fähigkeiten verlieren und uns stark auf die Fähigkeiten unseres Reptiliengehirns verlassen. Was wir brauchen, wäre in einem Unternehmen sozusagen eine Angstfreiheit. Eine Angstfreiheit, die dafür sorgt, dass wir nicht in Stress kommen. Und wir wissen, dass in den USA, es gibt Studien, dass sozusagen die komplette Angestelltenschaft weitestgehend tagsüber ein erhöhtes Stresslevel hat. Das wurde nachgewiesen. Und wenn wir daran denken, was das bedeutet in Bezug auf unsere kognitiven Fähigkeiten, ist das bedenklich. Und deshalb wurde auch dieses Konzept der psychologischen Sicherheit entwickelt, ursprünglich von Google in dem Kontext, ne, was sind High-Performing Teams und was macht die High-Performing? Und der zentrale Faktor war dort psychologische Sicherheit. Und es wurde auch von der Amy Edmondson von Harvard weiter ausgearbeitet. Psychologische Sicherheit heißt, dass man in einem Team sicher ist, zwischenpersönliche Risiken einzugehen. Das heißt, niemand im Team wird jemanden bestrafen oder herabwürdigen, wenn er sich als verletzlich, schwach, irritiert äußert, wenn er zugibt, Fehler gemacht zu haben, wenn er sagt, er weiß nicht, wie es weitergeht. Wenn es ein Team schafft, diese Sicherheit zu geben, dann ist eine angstfreie Situation möglich und dann entsteht auch kein Stress. Das heißt, wir sind alle im Vollbesitz unserer geistigen Fähigkeiten. Wir brauchen nicht auf Angriff, Flucht oder Todstellen umzuschalten, sondern können wirklich kooperativ Lösungen finden. Und ganz konkret heißt es, ja, regelmäßig Feedback geben und nehmen, es ganz einfach in einem Teamsetting zu machen, einfach auch Themen und Bedenken äußern, anderer Meinung sein, nach Klärung fragen, schwierige Fragen stellen,
Nachhilfefragen, Lösungen anbieten, Fehler anbieten. Also so ganz kleine Handlungen, die sowohl aus einer Führungsrolle heraus, aber natürlich auch aus einer Kollegenrolle heraus diese Sicherheit schaffen, die Vertrauen schaffen und damit auch Performance ermöglichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, naja, wenn jemand vorher eher kritisch war und Dinge bewertet hat, wie ist er jetzt offen, gibt Feedback, nimmt Feedback, das kann man ja vielleicht als Beispiel nehmen. Und das wäre tatsächlich die Frage, was passiert da im Gehirn, damit es funktionieren kann. Ja? Und wenn es um Lernen und Entlernen geht, ist so die Aussage, es braucht einfach Zeit. Ganz einfach. Und das werden wir gleich sehen. Warum? Weil, mal, wenn wir von diesem kritischen Verhalten ausgehen, das ist einfach ein Aktivitätsmuster, das im Gehirn etabliert ist. Über eine lange Zeit, das hat sich bewährt, das war immer erfolgreich oder die Person ist damit gut durchgekommen. Und wenn jetzt es abgelöst werden soll, dann muss es durch ein anderes Aktivitätsmuster ersetzt werden. Und das schafft man nur durch Wiederholungen, durch Fehler und ist auch Sackgassen. Weil wenn wir jetzt uns das nochmal anschauen, hier haben wir das Gehirn, das gelb eingezeichnete ist so das limbische System, also immer noch Teil vom Stammhirn, aber hier werden die Emotionen verarbeitet. Und jetzt sagen wir mal, sind wir wieder in der Situation, in einem Meeting, ich sehe ich bin jetzt, sagen wir mal, diese kritische Person und es wird argumentiert und diskutiert. Und für mich wäre zuerst mal wieder so, ich gehe in diese kritische Haltung. Stimmt das? Ist das berechtigt? Und so weiter und so weiter. Das heißt, was passiert, ist Folgendes. So diese kleinen Knubbel, das sind die Nervenzellen, die schicken Informationen an die nächste und so weiter durchs Gehirn durch. Und zwar folgendermaßen. Zunächst wird diese Situation emotional bewertet. Ja, ich sage, oh Gott, jetzt schon wieder neue Themen, ich gehe wieder in meine kritische Haltung rein und so. Das ist die emotionale Bewertung. Mag ich das oder mag ich es nicht? Ne? Dann werden sozusagen diese ganzen sensorischen Informationen zusammengeführt, was ich höre, was ich sehe, was ich empfinde. Und daraus entsteht eine motorische Planung. Und diese motorische Planung heißt am Ende, weil ich das bisher immer so gemacht habe, über was bringt uns das denn? Und das haben wir doch schon immer gemacht und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum das jetzt sinnvoll sein sollte. Das ist, was die motorische Planung macht. Und auch, sagen wir mal, hier in diesem vorderen Teil des Gehirns ist so die Bewertung, was heißt denn das für mich, wenn ich diese Handlung ausführe, also wenn ich kritisch bin? Was bedeutet das für die anderen? Und sagen wir mal, aus diesen Optionen heraus, aus der motorischen Planung, das sind unterschiedliche Dinge, dann wird das bewertet und dann entscheide ich mich, ja, ich bin kritisch. Bisher hat es immer funktioniert, bin durchgekommen und dann geht diese Information in die Ausführung. Das heißt, die Information geht an meine Sprachmuskulatur, an meine Gestik, an meine Mimik und die drückt aus, nur, was soll denn das alles? Und jetzt wäre die Frage, wenn man möchte, dass jemand, sagen wir mal, eher offen ist, ein Feedback nimmt oder ein Feedback gibt, dann wäre das ja eine alternative Handlung an der Stelle. Oder dass jemand offen ist für neue Themen und nicht direkt alles abbügelt. Und das wäre aber ein anderes Verhaltensmuster. Das wäre sozusagen dieses Blaue hier. Ne? Also zu sagen, okay, schau mal, pass auf, aus meiner Sicht sieht es so und so aus, aber in einem konstruktiven Sinn Feedback zu geben. Und was wir sehen, der Unterschied ist folgender: Diese roten Pfeile, die sind ganz dick und kräftig miteinander verbunden, weil es heißt, Nervenzellen, die miteinander feuern, die vernetzen sich. Ja, also wenn wir sagen, das ist das kritische Muster, das rote ist das kritische Muster und das läuft immer durch, die Nervenzellen sind immer miteinander aktiv, dann wird diese Verbindung auch immer genommen. Also es ist wie wenn man sich eine Autobahn im Gehirn vorstellt und jede Äußerung, jedes Ding, das reinkommt, wird einer kritischen Würdigung erstmal unterzogen. Und das macht es derjenige das erste Mal anders. Und dann ist es halt, ist diese Aktivität, die läuft halt ein erstes Mal durch. Aber das ist einfach nur ein ganz schwaches Muster. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass dieses schwache Muster zu einem starken Muster wird? Dass es dann so aussieht. Und das ist tatsächlich durch Wiederholung. Es ist wie beim
Klavierspielen, es ist wie beim Laufen lernen, es ist wie beim Sport lernen. Die Wiederholung verankert dieses Muster im Gehirn. Also auch hier wieder gleichzeitig aktive Nervenzellen sorgen dafür, dass die Verbindung gestärkt wird. Das heißt, je öfter ich das mache, desto stärker wird die Verbindung. Es ist so das Bild, na, am Anfang steht man vor dem Dschungel. Ne? Das rote Muster ist die Autobahn, die rechts dran vorbeifährt, aber wir brauchen jetzt einen neuen Weg, weil irgendwie es funktioniert nicht mehr mit der Autobahn. Und jetzt gehen wir das erste Mal so durch den Dschungel. Ne? Da braucht man noch eine Machete und da muss man sich durchkämpfen und es ist anstrengend, man kratzt sich, man verlässt sich und so weiter. Aber man ist durchgekommen, es hat funktioniert. Ne? Wir waren offen, haben Feedback gegeben, so wie man sich das wünschen würde. Und dann geht man nochmal durch. Okay, dann ist es ein bisschen einfacher. Ne? Irgendwann sieht man einen Trampelpfad. Irgendwann kann man sich vorstellen, ist es ein gekiester Weg gewesen, dann ist es ein geteerter Weg gewesen. Und irgendwann ist es dann auch eine Autobahn, weil wir das so oft und erfolgreich wiederholt haben, dass wir von diesem roten Muster zu diesem blauen Muster zurückgegangen sind. Und die Gefahr auf dem Weg dorthin ist, dass wenn das blaue Muster noch nicht so stark ausgeprägt ist wie das rote, dass wir in Stresssituationen wieder in unser altes Muster zurückfallen, weil wir darin erfolgreich waren. Das heißt, es braucht viele Wiederholungen, bis dieses starke Muster so weit zu einem Standardmuster geworden ist, damit wir diese Autobahn haben, dass wir auch in einer Stresssituation in einem Feedback-Modus bleiben und nicht wieder in dieses kritische Verhalten zurückfallen. Das Spannende ist auch an der Stelle, ihr seht es, das rote Muster hat sich wieder abgeschwächt. Und das liegt einfach daran, wenn dieses Aktivitätsmuster nicht mehr verwandt wird, das heißt, diese Nervenzellen nicht mehr miteinander aktiv sind, dann schwächt sich auch die Verbindung wieder zwischen diesen Nervenzellen. Das heißt, wir brauchen gar nicht bewusst zu entlernen, sondern das passiert ganz alleine. Das ist wie wenn man nicht mehr über eine Autobahn fährt, da entstehen Risse, dann wächst da irgendwas drin, dann sprengt es den Teer weiter auf und so geht es fort, bis dann sozusagen die Natur sich diese Autobahn zurückgeholt hat und so kann man sich das im Gehirn auch vorstellen. Aber wir haben jetzt eine blaue Autobahn und jedes Mal, wenn es um etwas Neues geht, gehen wir in einen offenen Feedback-Modus über. Das heißt, die Frage ist, wie stellen wir es sicher, dass wir als Individuen und als Teams neue Verhaltensweisen einüben und wiederholen. Weil Lernen heißt ja an der Stelle auch immer, wie ich vorhin gesagt habe, Fehler machen, Schleifen gehen, in Sackgassen stecken bleiben. Aber, sagen wir mal, in einer psychologisch sicheren Umgebung kann man das gut machen. Und ganz konkret, ne, als Hilfe beim Straßenbahnbau, es geht ja darum, solche Dinge von bewusst nach unbewusst zu machen. Am Anfang denke ich mir, okay, neue Situation, okay, positiv, offen, Feedback geben. Und irgendwann ist es so weit eingespielt, dass es dann unbewusst wird. Und da gibt es Möglichkeiten, zum einen ne, so nachhaltige Verankerung im Team, ne, so Erinnerungshilfen zu entwickeln. Also zum Beispiel, wir hatten es vorhin so von einem Visual Recording, das einfach diesen Zustand der Zukunft darstellt, auch in einem Verhalten. Den sieht man immer und jedes Mal, wenn wir dieses Bild sehen, wird automatisch diese Aktivität im Gehirn wieder ausgelöst und damit das Muster verstärkt. Oder soziale Ressourcen. Ja? Also, dass man hingewiesen wird auf Menschen oder dass man bewusst fragt, du, da in der Situation kann es wieder sein, ruf mich doch kurz vorher an und schwing mich nochmal darauf ein, dass ich offen bleibe. Man kann das durch Rollenspiele oder Simulationen machen. Man kann das über Lessons learned und Reflexionen verankern. Also es geht immer darum, dieses Aktivitätsmuster zu wiederholen. Oder auch auf der individuellen Ebene. Ja? Da machst du einfach eigene Erinnerungshilfen oder eigene soziale Ressourcen. Es gibt das sogenannte Bohnenspiel. Ne? Also man geht morgens mit einer Tasche Bohnen in der linken Tasche los und jedes Mal, wenn man, sagen wir, offen Feedback gegeben hat, macht man eine Bohne in die andere Tasche. Und am Abend guckt man, was ist denn in der anderen Tasche alles drin und überlegt sich nochmal diese ganzen Situationen, die man
positiv gemeistert hat. Und jedes Mal, wenn wir das wiederholen, auch in der Imagination, weil für das Gehirn ist es das Gleiche, jedes Mal wird das Aktivitätsmuster wieder aktiv und verstärkt. Dann gibt es so Wenn-Dann-Pläne, ne? Also so dieses Beispiel Fitness und Sport. Also wenn ich nach Hause komme, die Arbeitsschuhe ausziehe, ziehe ich gleich die Jogging-Schuhe an und gehe wieder joggen. Das sind so Mini-Habits. Man kann es auch analysieren von Situationen, A, B, C, A sind die, okay, wo mache ich es denn schon gut? B, wann ist es zu erwarten, dass es schwierig wird? Und wie kann ich die vorhersehen? C-Situationen, okay, da erwischt es mich halt wieder kalt. Da, ja, genau, da falle ich in meine alte Autobahn zurück. Was analysiere ich dort, um Hinweise zu kriegen? Wie schaffe ich es, daraus B-Situationen zu machen? Also ihr seht, es geht immer wieder darum, das neue Aktivitätsmuster im Gehirn zu aktivieren, bis es zu einem neuen Standardverhaltensmuster geworden ist. Genau. Vielleicht als kurzen Abschluss noch, was es für die Veränderung bedeutet. Also ganz wesentlich und zentrale Stellhebel für Veränderung oder gegen Widerstand sind Bedürfnisse. Und wenn man nach diesen Bedürfnissen handelt, ermöglicht das eine intrinsische Motivation. Und da gibt es das SCARF-Model von David Rock. Das ist neurobiologisch fundiert. Es gibt 5 Grundbedürfnisse im Gehirn und die werden permanent überwacht. Also das eine ist das Thema Status, so im Sinn, wie wichtig bin ich im Vergleich zu anderen, bin ich besser oder bin ich schlechter? Dann so dieses Thema Sicherheit, was ist ein Sinn und Absicht des Ganzen? Was ist die Vision? Also wie sieht die Zukunft aus? Autonomie, wie eigenständig kann ich eigentlich so über meine Arbeit und meine Freizeit gestalten? Verbundenheit, wie sehr fühle ich mich als Teil der Gemeinschaft, wie sicher fühle ich mich mit den anderen und Fairness, wie gerecht fühle ich mich im Vergleich mit anderen behandelt oder werden unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Das heißt, wenn es um Veränderung geht, ist es immer die Frage, welches Bedürfnis steckt gegebenenfalls bei Widerstand dahinter. Also was kann ich tun, damit jemand, wo ich es weiß, ne, dem ist wichtig Status, wie kann ich dem das Gefühl geben, dass sein Status gestärkt wird, indem ich ihn zum Beispiel vor einer Gruppe lobe. Etwas, was ihn in Stress bringen würde, aus der biologischen Sicht wäre, ja, Bewertungen, ne, so Jahresgespräche. Und so kann man im Grunde ein Stück weit rausbekommen, wie tickt eigentlich der andere und was kann ich tun, um ihm dieses Bedürfnis besser zu erfüllen. Dazu kann man dieses SCARF-Modell benutzen. Und ganz grundsätzlich, freue dich über den Fortschritt, belohne dich häufig, vertraue dem Vorhaben, kleine Schritte bei Widerstand. Erinnere dich dran, es sind kleine Schritte und die sind am Ende meistens einfach und dran zu bleiben. Und so kann man im Grunde über die Mechanismen, die unser Hirn zur Verfügung stellt, wirklich lernen, entlernen, das Thema Umgang mit Stress und Veränderung sehr gehirnfreundlich gestalten und aus meiner Erfahrung dadurch einfach auch sehr, sehr viel erfolgreicher sein, als es in vielen Veränderungsvorhaben der Fall ist. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bei Fragen bin ich jederzeit erreichbar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank und tschüss zusammen.